und herzlich willkommen zu einem neuen Video, das ihr euch gewünscht hattet. Und zwar hatte ich ja die Alles-Anprobieren-Reihe, sage ich jetzt mal, vor anderthalb Jahren ins Leben gerufen, indem ich alles aus meinem Kleiderschrank anprobiert habe. Ja, wirklich alles und mit euch zusammen aussortiert habe. Und dann habe ich mir vor kurzem gedacht, hey, das Ganze können wir doch weiterführen, indem ich verschiedene Schnitte anprobiere und da wirklich alles anprobiere. Ich habe letztens mit euch zusammen verschiedene, also alle Mini-Rock-Schnitt-Rock-Arten anprobiert und da konntet ihr wirklich ganz genau nebeneinander vergleichen, was vielleicht für euch der beste Mini-Rock-Schnitt ist. Und dann habe ich euch auf Instagram abstimmen lassen das letzte Mal. Ich blende es euch mal hier ein, was ihr denn als nächstes sehen wollt. Es war wirklich super, super knapp und ihr habt für Jeans-Schnitt gestimmt. Das heißt, ich habe wirklich alle Jeans-Schnitte auch recherchiert und vor allen Dingen auch mir von euch zusenden lassen per Instagram und habe jetzt wirklich alle verschiedenen Jeans-Schnitte hier und vor allen Dingen nicht nur in High-Waist-Varianten, sondern auch in Mid- und Low-Waist-Varianten, wenn es zu dem Jeans-Schnitt so eine Variante gab. Falls ihr mehr von dieser Videoserie sehen wollt, dann lasst es mich sehr gerne unten in den Kommentaren wissen. Gebt dem Video sehr gerne ein Däumchen nach oben und vor allen Dingen hoffe ich sehr, dass ich euch einfach mit dieser Serie helfen kann, neue Inspirationen zu sammeln und damit ihr einfach wisst, welchen Schnitt ihr vielleicht demnächst mal ausprobieren wollt, weil ihr denkt, hey, das könnte auch zu meiner Körperform ganz, ganz cool passen. Und vergesst vor allen Dingen nicht, mir auf Instagram zu folgen, falls ihr mit abstimmen wollt, denn wie ihr seht, als nächstes sind theoretisch T-Shirts geplant, außer ihr schlagt mir jetzt unten in den Kommentaren nochmal was anderes vor und bei der nächsten Instagram-Abstimmung wird es eindeutig das andere. Wir probieren jetzt mal die verschiedenen Jeans-Schnitte an und wie ihr seht, sind das wirklich sehr, sehr, sehr viele. Deswegen wird das Video sehr wahrscheinlich auch ein bisschen länger. Alle Jeans, die ich gefunden habe, werde ich euch natürlich einmal unten in der Infobox verlinken, falls ihr euch die einzelnen Modelle nochmal etwas näher anschauen wollt. Wir fangen mal wieder an von ultra eng zu ganz, ganz weit und dementsprechend ist mein allererstes Modell eine Jeggings. Eine Jeggings ist eine Mischung aus Leggings und Jeans. Kennt ihr bestimmt mittlerweile alle. Hat wirklich sehr viel Elastizität drin, also ist etwas, was wirklich super dehnbar ist und ihr müsst euch vorstellen, es sitzt einfach wie eine Leggings halt. Und ich persönlich habe das früher super gerne getragen, aber mittlerweile finde ich es einfach irgendwie nicht mehr so komfortabel. Ist aber totale Typsache. Ich kenne auch super viele Leute, die einfach ein sehr, sehr großer Fan davon sind und eignet sich natürlich super für all diejenigen, die es einfach besonders eng sehr gerne haben und vor allen Dingen auch besonders gerne sehr, sehr dehnbar. Finden wir auf jeden Fall eine Low-Waist Skinny Jeans Variante und ich muss ehrlich sagen, Skinny Jeans sind ja grundsätzlich etwas für mich, aber Low-Waist ist eher nicht so mein Typ. Da müsst ihr selbst natürlich entscheiden, welche Bundhöhe ihr persönlich am liebsten habt. Vielleicht noch ganz kurz den Unterschied von Skinny zu Jeggings. Jeggings ist ja wirklich angelehnt an die Leggings, das heißt, sie ist nochmal ein bisschen enger und ist nochmal etwas dehnfähiger. Und so eine Skinny Jeans erinnert schon eher so an die typische Jeans. An dieser Stelle mal ein kleines Voice-Over, da ich während dem Drehen diese Jeans mit der Low-Waist-Skinny-Jeans verwechselt habe. Das hier ist allerdings die Mid-Waist-Skinny-Jeans. Nur, dass ihr das einfach nochmal als Vergleich seht und ich denke, so wird auch nochmal deutlich, was einen Unterschied der Bund macht. Nun zu der High-Waist-Variante der Skinny-Jeans und da muss ich ehrlich sagen, fühle ich mich am wohlsten. Ich muss auch sagen, ich finde gerade diese Jeans jetzt gar nicht so schlecht. Ich finde die von der Waschung auch ganz nett. Ist wirklich ein Klassiker, den ich einfach so, sage ich jetzt mal schnell, mit einem weißen Shirt vielleicht oder sowas anziehen würde. Vielleicht noch einen coolen Blazer, so ein paar coole Sneaker. Dann haben wir auf jeden Fall immer wieder so ein schickes Outfit. Mich würde aber an dieser Stelle wirklich ganz stark interessieren, fühlt ihr euch wohler in engeren oder in lockeren Jeans? Ich mache euch mal hier oben die Abstimmung mit rein. Hier einmal, damit ihr den direkten Vergleich seht, alle drei Skinny Jeans Varianten nebeneinander, also Low, Mid-Waist und High-Waist. Da könnt ihr ja mal sehr gerne überlegen, was denn so meiner Körperform, vielleicht so der Birnenfigur am ehesten steht oder was ihr persönlich natürlich auch am schönsten einfach findet. Und vor allen Dingen würde es mich interessieren, ob es vielleicht irgendjemanden von euch gibt, der Low-Waist-Jeans ganz cool findet und wieso er diese cool findet. Denn ich habe echt das Gefühl, dass die meisten tatsächlich mittlerweile doch eher zu Mid- oder High-Waist-Varianten tendieren als zu einer Low-Waist-Variante. Nun zu einem ganz speziellen Jeans-Schnitt, den die meisten wahrscheinlich nicht kennen, und zwar ist es die Push-Up-Jeans. Was unterscheidet eine Push-Up-Jeans von anderen Jeans? Bei dem Push-Up geht es darum, dass man den Po nochmal etwas runder und angehebter erscheinen lässt. Angehebter, alles klar. Von der Herstellung wird die Jeans nicht gerade gewebt, sondern diagonal. Und zusätzlich ist es auch so, dass es hinten so eine kleine herzförmige Naht gibt und auch die Hosentaschen, also die Po-Taschen, sind kleiner und sitzen direkt auf dem Po. Und dadurch entsteht halt eben dieser Push-Up-Effekt. Zusätzlich ist es auch so, dass die am Po auf jeden Fall eng ist. Ansonsten hätten wir ja wirklich nicht diesen Push-Up-Effekt. Ist an sich wie eine Skinny Jeans mit dem kleinen gewissen Extra. Ihr müsst entscheiden, ob ihr Lust drauf habt. Also ich finde es
völlig okay, aber ist jetzt nicht etwas, worauf ich persönlich achte, wo ich sage, ja, das brauche ich. Aber vielleicht habt ihr sowas bisher gesucht und wusstet nicht genau, wie das heißt. Jetzt wisst ihr auch, worauf ihr achten müsst. Nun zum nächsten absoluten Jeans-Klassiker, und zwar dem geraden geschnittenen Bein. Also wirklich gerade geschnittene Jeans. Ihr seht, das Ganze geht wirklich einfach wie so Linien runter. Auch unten ist es komplett gerade. Es hat keinen Schlag, also kein bisschen. Es ist wirklich einfach gerade hinuntergeschnitten und nicht skinny geschnitten. Auch hier wieder eine Low-Waist-Variante und gleich noch eine Mid- und High-Waist, beziehungsweise zwei so High-Waist-Varianten im Vergleich, damit ihr das seht. Aber das ist wirklich komplett eigenes Befinden. Vielleicht gehört ihr auch zu denen, die sagen, hey, gerade geschnittene Jeans sind meine absoluten Favorite, All-Time-Favorites. Falls ja, dann lasst es mich sehr, sehr gerne unten in den Kommentaren wissen. Hier haben wir eine Normal-Waist-Mid-Waist-Variante, die jetzt nochmal ein bisschen anders aussieht wegen dem geraden Bein, also Straight-Leg-Jeans. Einfach, weil sie etwas kürzer ist. Die andere hat natürlich so aufgestockt. Aber man sieht auch hier, finde ich, relativ gut, dass es einfach wirklich ein sehr, sehr gerader Schnitt ist. Und ich muss ehrlich sagen, die hier finde ich eben gerade deutlich überzeugender als die andere. Also ich finde die auch von der Waschung und sowas eigentlich ganz cool und auch von der Passform und sowas. Also finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Hier noch einmal die High-Waist-Variante. Von der Bundhöhe ist es tatsächlich gar nicht so unterschiedlich zur anderen Jeans. Nur finde ich, hier merkt man ganz kurz im Vergleich zu der vorherigen, dass mir die hier beispielsweise gar nicht so gut passt. Das liegt zum einen daran, dass sie hier in den Oberschenkeln einfach zu eng ist, obwohl es wirklich haargenau die gleiche Größe und Länge ist. Zusätzlich ist das hier wirklich dieser klassische Jeansstoff mit null Elastan drin und dementsprechend natürlich auch etwas fester, sage ich jetzt mal. Aber auch hier habe ich leider durch diese High-Waist-Variante etwas mehr Platz. Aber das ist wirklich eben gerade unabhängig von dem Jeans-Schnitt und liegt wirklich einfach eher an dem Jeans-Hersteller, sage ich jetzt mal. Auch an dieser Stelle direkt nochmal der Vergleich von Low-, Mid-Waist und High-Waist. Da ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Ich denke, das seht ihr jetzt auch deutlich nochmal nebeneinander. Mid-Waist bedeutet nicht immer gleich Mid-Waist und High-Waist bedeutet auch nicht immer gleich High-Waist. Ihr seht ganz deutlich, dass es wirklich von Brand zu Brand unterschiedlich ist und man da natürlich auch irgendwelche Mittelbundhöhen hat. Gerade deswegen ist ein Jeanskauf natürlich auch super komplex und gar nicht so einfach, aber ich denke, so kriegt ihr auf jeden Fall schon mal einen guten Eindruck von einer typisch gerade geschnittenen Jeans. Nun zur allseits beliebten Warm Jeans, beziehungsweise tatsächlich auch Karottenhose oder auch Tapered Fit. Ich habe wirklich länger recherchiert, das alles greift ineinander über, beziehungsweise ist eine Art von Jeans, und zwar die typische Mom Jeans. Ihr seht eben gerade, dass diese Mom Jeans mir ein bisschen zu groß ist. Tatsächlich ist es trotzdem eigentlich meine Favorite Mom Jeans, die ich momentan besitze. Ich trage sie normalerweise immer mit einem Gürtel. Nur zeige ich sie jetzt heute einfach ohne einen Gürtel. Und zwar ist bei einer Mom Jeans, sage ich jetzt mal ganz charakteristisch, dass sie high-waisted ist, weil sie nämlich eben Mütter, sage ich jetzt mal sehr gerne, nachdem sie ihr Kind geboren haben, getragen haben, und dementsprechend hat sie auch dadurch, sage ich jetzt mal, ihren Namen. Oben an den Oberschenkeln sitzt sie etwas lockerer. Ich finde, das sieht man jetzt auf jeden Fall im Vergleich einfach mal zu der gerade geschnittenen Jeans, dass die gerade geschnittene Jeans oben nochmal deutlich enger ist als diese Mom Jeans, und unten läuft sie dann an den Knöcheln dann einfach etwas enger zusammen zu. Hier habe ich mal eine Boyfriend Jeans für euch, und zwar haben viele natürlich auch nach dem Unterschied gefragt zwischen Mom Jeans und Boyfriend Jeans, und keine Angst, es werden noch andere Jeans kommen, wo man sich auch denkt, was zur Hölle ist eigentlich der Unterschied? Die Boyfriend Jeans sitzt nochmal deutlich tiefer als die Mom Jeans, und bei der geht es wirklich eher darum, dass alles nochmal etwas lockerer, etwas Baggy-mäßig geschnitten ist, aber Baggy Jeans ist nicht gleich Boyfriend Jeans. Ihr seht, das ist ganz eine Wissenschaft für sich. Mir passt das tatsächlich nicht, was mich sehr erschreckt, weil das auch das hier ist sozusagen die gleiche Größe wie alle anderen Jeans auch. Aber egal, es geht hier um den Jeans-Schnitt grundsätzlich. Also wirklich lockerer in den Oberschenkeln und noch etwas lockerer, meistens unten umgekrempelt, da es ja wirklich so aussehen soll, als hätte man die Jeans von seinem Freund aus dem Kleiderschrank geschnappt und angezogen. Um noch mehr Verwirrung bei euch zu stiften, die sich aber hoffentlich gleich widerlegt, nachdem ich den kompletten Vergleich euch zeige, ist hier einmal eine Girlfriend-Jeans. Also ja, keine Boyfriend-Jeans, keine Mom-Jeans, eine Girlfriend-Jeans. Was ist der Unterschied? Der Bund ist statt high-waisted wie bei einer Mom-Jeans oder low-waisted bei einer Boyfriend-Jeans hier in diesem Fall mit Waisted. Zusätzlich ist es auch so, dass natürlich auch eine etwas lockere geschnittene Jeans ist, also die ist jetzt wirklich nicht super ultra eng. Und zusätzlich ist es auch so, dass sie normalerweise, weil jeder definiert das auch so ein bisschen anders, laut meiner Recherche etwas gerade geschnitten ist am Bein jetzt als eine typische Mom Jeans. Auf jeden Fall auch ein sehr spannender Jeans-Schnitt, allerdings bin ich mir sicher, dass da so ein bisschen die Grenzen zwischen Mom und Girlfriend Jeans stärker verschmelzen als jetzt nochmal so zu Boyfriend Jeans. Damit ihr den Vergleich nochmal deutlicher seht, setze ich euch jetzt aber die Mom Jeans, die Boyfriend Jeans und die Girlfriend Jeans nebeneinander. Ich denke, ihr kennt da so die einzelnen Charakteristiken. An sich sind es wirklich, sage ich jetzt mal, Jeans-Schnitte aus einer sehr ähnlichen Passform, und da müsst ihr wirklich einfach mal persönlich selbst in den Laden gehen und das einfach mal anprobieren, um wirklich genau zu entdecken, welcher Jeans-Schnitt am besten zu eurer
zu eurer Körperform passt. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr lieber High-Waisted tragt, dann greift lieber zu einer Mom-Jeans. Wenn ihr wirklich Low-Waisted tragt, dann greift zu einer Boyfriend-Jeans. Und wenn ihr sagt, ihr wollt eher so was Mittelhohes, dann ist auf jeden Fall die Girlfriend-Jeans eher so eure Wahl. Kommen wir nun zu Baggy-Jeans. Und tatsächlich war es super, super schwer, eine Baggy-Jeans zu finden. Das hier ist tatsächlich als Baggy-Jeans deklariert. Das Ganze kommt eher so aus dem Skater-Bereich und konnte in den 90ern tatsächlich nicht tiefer, also nicht tief genug sein, dass es eigentlich wirklich so ultra-low-waist ist. Aber das, was eine Baggy-Jeans auch sehr charakteristisch macht, ist, dass hier dieser Schritt sehr, sehr tief hängt, wie ihr seht. Also damit das hier komplett eng wäre, müsste ich die Jeans bis hier oben ziehen. So wird sie aber natürlich nicht getragen, die Baggy Jeans. Das heißt, die Baggy Jeans ist wirklich eher tief, hängt tief, der Hosenschritt ist richtig tief und dadurch hat man wirklich diesen richtig sackigen, lockeren, lässigen Skater-Look aus den 90ern natürlich. Kommen wir nun zur Slouchy Jeans. Eine Jeans-Schnittform, die erst im letzten Jahr so richtig trendy wurde. Ich weiß auch gar nicht, ob sie jetzt schon also ältere Ursprünge hat oder ob das eher so was Neueres ist. Ich habe auf jeden Fall erst seit letztem Jahr auch tatsächlich was davon gehört und ich muss ehrlich sagen, I love it. Also ich finde es richtig geil. Tatsächlich ist die Slouchy, sage ich jetzt mal im Vergleich so zu den anderen lockeren Jeans-Schnitten, nochmal high-waisted und durch die spezielle Passform bzw. Schnittform macht sie trotzdem eigentlich, finde ich, noch einen relativ schönen Po, aber sitzt halt trotzdem so super schön locker. Hat so einen richtig geilen Retro-Vibe. Also wenn man so wie ich den Style, diesen Retro-Vibe, Vintage-Vibe auch sehr gerne hat oder auch sehr gerne selbst trägt, dann ist es auf jeden Fall eine Jeansform, die ihr euch mal näher anschauen solltet. Hier der Balloon-Jeans-Schnitt von Levi's. Ich habe keine Ahnung, ich will auch gar nicht diskutieren, wie es richtig ausgesprochen wird. Ist mir auch ehrlicherweise total egal, weil ich weiß, dass jeder die Marke kennt. Auf jeden Fall, diese typische Jeans-Marke hat einen Jeans-Schnitt rausgebracht, der Balloon-Jeans heißt. Und dieser Jeans-Schnitt, den stelle ich euch jetzt einfach mal vergleichsweise nebeneinander, neben die Slouchy-Jeans und neben die Baggy-Jeans, sage ich jetzt noch vom Schnitt her. Ich denke, das ist so das Ähnlichste. Ich glaube, was Levi's oder Levi's hier ganz genau versucht hat, ist einfach so einen eigenen Jeans-Schnitt mit ihrer eigenen Marke in Verbindung zu bringen. Und ich denke, das ist eher so ein Branding-Thema ist, denn auch die ist wirklich einfach sehr gerade geschnitten und einfach ein bisschen Balloon-mäßig, sage ich jetzt mal, aber ich sehe jetzt keine deutlichen charakteristischen Unterschiede zu den beiden anderen Jeans-Schnitten, wo ich jetzt sage, bam, das ist jetzt was komplett Neues. Aber ich muss sagen, ich finde es nicht schlecht, also ich mag solche weitgeschnittenen Jeans und ich denke, einer dieser lockeren Jeans werde ich behalten. Nach dem Mom-Jeans, der Boyfriend-Jeans, der Girlfriend-Jeans folgt jetzt die Dad-Jeans, also sozusagen das Gegenstück zum Mom-Jeans. Und zwar soll die Jeans so aussehen, als hätte man sie von seinem Papa geklaut. Dementsprechend ist sie wirklich eher so ein typischer, klassischer Männer-Jeans-Schnitt, aber sage ich jetzt mal schon an die Frau angepasst. Und vor allen Dingen ist es bei diesem Jeans-Schnitt ganz, ganz wichtig, dass die Beine wirklich auch so gekonnt etwas überlang sind. Das heißt, hier dürft ihr eigentlich nicht hochkrempeln, wenn ihr den originalen Dad-Jeans-Schnitt wirklich tragen wollt, wie er im Buche steht. Klassisch ist hier allerdings nicht nur Passform und Schnittform, sondern auch die Waschung. Das heißt, es muss wirklich so ein typischer, ausgewaschener, typischer, sage ich jetzt mal, originaler Männer-Jeans-Schnittstoff sein. So ganz, ganz klassisch, wie man ihn kennt. Aus den früheren Jahren, weil mittlerweile tragen wir ja wirklich, egal welches Geschlecht, egal welche Jeansfarbe und Jeansform, wie ihr ja wirklich mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr gut erkennen konntet. Fangen wir nun mit den Jeansschnitten an, die unten einen leichten Schlag haben, also unten von der Passform an den Knöchel auseinandergehen. Und zwar haben wir hier mal eine Low-Waist Bootcut Jeans. Also ich, auch hier habe ich euch wieder eine Low-, Mid- und High-Waist-Variante rausgepickt, damit wir die auch nochmal so nebeneinander im Vergleich sehen. Ich glaube ehrlich, dass ich persönlich eine gerade geschnittene Jeans sogar eher bevorzuge als eine Bootcut-Jeans. Bootcut ist eigentlich, der Name kommt, sage ich jetzt mal, auch davon, dass man unten drunter halt auch einfach perfekte Boots anziehen kann und die Jeans dann einfach wirklich locker oben drüber hängt. Nur zur nächsten Variante der Bootcut-Jeans, und zwar die Mid-Waist-Variante, die ich finde immer ein bisschen angenehmer. Ich habe irgendwie bei Low-Waist das Gefühl, dass mir hier irgendwie seitlich so die Haut nach oben gequetscht wird. Und zusätzlich finde ich das auch einfach viel, viel angenehmer beim Bücken, weil irgendwie bei Low-Waist ist gefühlt der halbe Pop ist draußen, ne? Deswegen so Mid-Waist, Normal-Waist ganz cool. Hier sieht man, dass der Bootcut-Jeans noch so ein bisschen ausgeprägter ist, auch hier wieder am Oberschenkel ein bisschen eng. Also why not? Für manche bestimmt die richtige Variante und der richtige Jeans-Schnitt für die eigene Körperform. Um die Bootcut-Jeans-Form nochmal zu komplettieren, habe ich auch hier noch einmal die High-Waist-Variante. Ich muss ehrlich sagen, ich habe irgendwie das Gefühl, zwischen Low- und High-Waist sind gefühlt immer wieder zwei komplett verschiedene Jeans-Formen, obwohl es an sich wirklich der gleiche Art von Jeans-Schnitt ist, in dieser Form die Bootcut-Jeans. Ich zeige euch das Ganze jetzt auch nochmal zu dritt im Vergleich Low-, Mid- und High-Waist und ich hoffe, dass ihr euch dadurch einfach einen besseren Eindruck machen könnt und dadurch auch
auch einfach leichter den richtigen Jeans-Schnitt für euch findet, beziehungsweise für euch schon mal so voraus auswählen könnt, welchen Jeans-Schnitt ihr vielleicht als neues einfach mal testen wollt und somit hoffentlich auch bald euren allerliebsten Jeans-Schnitt findet. Von der Bootcut-Jeans jetzt zur Schlaghose. Die Schlaghose ist unten am Schlag wirklich einfach nochmal extremer. Ich denke, das wird hier auch sehr, sehr deutlich, dass das hier nicht wenig Schlag ist, sondern schon mal ein bisschen mehr. Eine Schlaghose zeichnet sich halt einfach dadurch aus, dass sie am Oberschenkel etwas enger ist und unten an den Knöcheln dann wirklich weit auseinander geht. Was ganz, ganz wichtig ist bei einer Schlaghose, um eine Schlaghose, sage ich jetzt mal, stilsicher zu rocken und sich nicht im Nachhinein zu wundern, hey, warum sieht das bei mir so komisch aus? Es ist wirklich wichtig, dass ihr am besten immer so einen leichten Absatz tragt. Dadurch fällt der Schlag nämlich einfach natürlicher und es ist wichtig, dass der Schlag wirklich bis so kurz vorm Boden geht. Also eigentlich so wie jetzt eben gerade, ich stehe eben gerade auf den Zehenspitzen. Und dadurch fällt der Schlag auch am besten und sieht dann auch beim Laufen einfach am stylischsten aus, sage ich jetzt mal. Nun zu einer Jeans-Palazzo-Hose. Eine Palazzo-Hose ist wirklich eine komplett gerade, breite geschnittene Jeans. Also wo es wirklich schon vom Oberschenkel an sehr, sehr locker ist und dann eigentlich wirklich in so einer Kegelform, in so einem leichten Schlag rüber geht. Man hat das Gefühl, das ist ein sehr doller Schlag, aber dadurch, dass es hier oben halt schon so breit ist, merkt man, dass es eigentlich relativ gerade geschnitten ist. Das sieht dann eher so aus wie ein Hosenrock, wenn man das in einem normalen Stoff, sage ich jetzt mal, und nicht in einem Jeansstoff hat. Ist auch eine sehr spezielle Art von Hose und ich muss ehrlich sagen, dass ich diesen Form, also diesen Schnitt, noch nicht bei Jeans gesehen habe, sondern eher so von typischen Stoffhosen kenne. Das habe ich ein bisschen verhasst. Und ich muss ehrlich sagen, bei Stoffhosen finde ich das super cool, bei Jeans bin ich noch nicht so zu 100% überzeugt, aber auch hier ist es wieder wichtig, dass ihr hohe Schuhe habt, damit das wirklich so kurz vor Ende ist und dadurch muss man auch sagen, werdet ihr so aussehen, als hättet ihr besonders lange Beine und ich finde es irgendwie cool, also ich bin mir sicher, dass man das mit einem ganz, ganz coolen Outfit irgendwie total cool rocken kann und jetzt, nachdem ich alle Jeans-Schnitte irgendwie anprobiert habe, muss ich auch sagen, es gibt für jeden etwas und ich finde, es gibt mittlerweile natürlich immer wieder eine Jeansform, die total im Trend ist, aber ich finde es einfach super cool, wenn man auch gerade bei Jeans einfach etwas experimenteller wird und halt einfach nochmal so ein bisschen testet. Ich werde euch ganz jetzt nochmal eine Bootcut-Jeans, die Schlaghose und auch diese Hose hier nochmal im Vergleich nebeneinander stellen. Da sieht man nochmal die verschiedenen Härte gerade, sage ich jetzt mal, wie krass man in den Schlag oder in das weite Bein gehen will, ohne dass es am Knöchel enger wird. Auch sehr, sehr spannende Jeans-Schnitte und ich bin mir sicher, dass man mit jedem einzelnen Jeans-Schnitt ein mega, mega geiles Outfit zusammenbasteln kann. Schreibt mir doch sehr gerne unten in die Kommentare, welcher Jeans-Schnitt dir am besten gefallen hat und falls du mit abstimmen willst, dann vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen. Dort wirst du nämlich dann die Abstimmung sehen, was denn als nächstes so für ein Kleidungsstück drankommen soll. Und falls du Vorschläge mir geben willst, damit ich weiß, was ich in die Abstimmung überhaupt mit reinbringen soll, dann schreib es mir natürlich auch sehr gerne unten in die Kommentare. Falls du den Kanal übrigens noch nicht abonniert hast, dann würdest du mir eine große, große Freude bereiten und vor allen Dingen würde dir dann auch nicht langweilig die nächsten Wochen. Hier unten kannst du den Kanal sehr gerne abonnieren. Hier oben findest du das letzte Alles anprobieren Video, wo alle Mini-Rock-Schnittarten anprobiert worden sind. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich wünsche euch bis dahin noch eine wunderschöne Zeit, zumindest so gut es geht. Nutzt die Zeit, um irgendwie in euch zu gehen. Bleibt bitte alle gesund. Und falls ihr wissen wollt, wie es mir momentan mit dieser Situation gibt, dann verlinke ich euch hier unten auch einfach mal den Vlog-Kanal, denn das Hausbauen ist tatsächlich noch komplizierter geworden als sowieso schon. Bis zum nächsten Video und bis bald. Ciao!